Nicht wundern, das ist Absicht. So. Ich glaube, du kennst eher und mehr Breath of Fire 4. Wenn du dasselbe Breath of Fire meinst, was ich damals auch gespielt habe. Das war nämlich 4, nicht 3. Die Storys hängen kein bisschen zusammen. Es ist zwar lustigerweise in fast allen Teilen, bis auf den allerletzten, der sowieso anders war. Egal, machen wir erstmal eins nach dem anderen. Also, auch hallo an YouTube. Ist ja wie immer Stream, also nicht wundern, dass es ein bisschen anders läuft. Wir spielen heute Breath of Fire, das ist das neue Projekt von Sonic Finn gewünscht. Und jetzt kann ich auf den Chat eingehen. Und zwar, es ist zwar komischerweise immer derselbe Main-Character, mehr oder weniger, dieselbe Figur, mehr oder weniger. Und auch die weibliche Main-Figur ist immer mehr oder weniger dieselbe. Aber einen Zusammenhang zwischen den Stories gibt es überhaupt nicht. Kein bisschen. So, gut. Wie gesagt, war Sonics Wunschspiel. Ich finde es ganz gut, dass wir das spielen, weil ich habe es in meinem Leben schon zweimal angefangen, das Spiel. Ich habe es nicht allzu weit gespielt. Liegt aber nicht am Spiel, sondern waren immer irgendwelche Lebensumstände, die mich daran abgehalten haben, das Spiel zu Ende zu machen. Jetzt habe ich meine gute Motivation, dadurch, dass sich jemand sich das gewünscht hat und dass es halt ein RPG ist und wir das zusammen machen können, ist auch eine schöne Sache. Alles klar, dann starten wir mal ein neues Spiel. Ton müssen wir noch sehen, wie das im Spiel wird, weil hier im Hauptmenü ist fast kein Ton. Den Main Character dürfen wir benennen. Der heißt, glaube ich, in jedem Spiel standardmäßig normalerweise Ryu. Machen wir aber nicht. Ist langweilig. Ich nehme einfach den Channel-Namen. Passt nämlich auch genau. Mehr als vier Buchstaben wären nicht möglich gewesen. Gut. Ja. Texttempo lassen wir es auf normal. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das nachher auswirkt. Ich schätze mal, Rennen ist, ob man mit einer Taste rennt oder immer rennt. Ne? Ich lasse erstmal auf normal, werde es wahrscheinlich später auf Auto stellen. Und natürlich ist die Musik an, um Himmels Willen. Ach, jetzt geht das hier erst auf, okay. Ne? Spielstart und neues Spiel ist ja für mich so ein bisschen dasselbe, ne? Aber wahrscheinlich ist Spielstart nachher auch fortsetzen, keine Ahnung. Sprache ist schon Deutsch, wie man sieht, das ist gut. Dann halt Spielstart, oder? Ja. Erwache, Krieger. Eine Katastrophe. Wir brauchen die Macht des Drachen. Du wirst sterben, wenn du nicht erwachst. Skills, ja, nee, aber besser als in Silent ist, oder? Das Dorf steht in Flammen. Alles brennt. Wir müssen gehen. Okay, ich kann mich anscheinend schon bewegen. Ich schlafe auch mal mit Cape an. Zieh eine zweite Decke. Öffne die Kiste. Du nimmst einen E-Trank. Ich habe keine Ahnung, was ein E-Trank macht, aber hey, ich habe ihn aus dem Feuermeer gerettet. Dann folgen wir mal der alten Dame. Oh shit. Ich werde dieses Feuer löschen. Brava, da cabra cuscio cuspo. Meine Magie war einst stark, aber alt wie ich bin, kann ich kaum noch ein Feuer bändigen. Okay. Ist hier noch irgendwas? Tut mir leid, dass ich mich umgucke. Gute Frau, aber Schätze sind mir viel wert. Gerade am Anfang. Dieses Gebäude ist im Moment von den Flammen sicher. Auf geht's! Saras Magie wird das Feuer lang genug, was? Lang genug was?
Lang genug aufhalten. Wir fliehen. Okay, Richtungstasten lassen den Text auch weitergehen, um sich vorzusagen. Wir wissen nicht, was das Feuer ausgelöst hat. Zum Glück sind die Leute hier sicher. Okay, und was soll ich jetzt tun? Wir sind in einem Meer aus Flammen erwacht. Was ist nur geschehen? Dieses Gebäude ist sicher vor dem Feuer, aber für wie lange? Ich weiß nicht. Oh, sie hat sich zu uns weggewischt. Wir vertrauen auf Sarah. Ihre Magie wird uns retten. Was ist nur mit der Menschheit los? Das ist ja fürchterlich. Okay, jetzt passiert was. Okay. Die dunklen Drachen sind vor dem Dorf. Wir sind umzingelt. Der Clan der dunklen Drachen intrigiert gegen die anderen Drachenclans. Ich hörte, dass Sok, der König der dunklen Drachen, geschworen hat, die Welt zu erobern, und sein erstes Ziel werden die Lichtdrachen sein. Sok ist ein Narr. Warum versucht er uns zu vernichten? Sok fürchtet uns. Er weiß nicht, dass wir nicht mehr über die Macht des Drachen verfügen. Ich sitze nicht hier rum, während die uns angreifen. Ich sage, wir handeln. Wenn wir nicht fliehen können, bleibt uns nur das eine: kämpfen. Ich muss meine Magie gegen die Mächte des Bösen einsetzen. Halt! Ach, sie hat halt gesagt. Halt! Das Dumme ist, ich habe keine Namen bei den Textboxen. Das macht es mir schwierig zu wissen, wer da spricht. Es ist total okay. Also der Ton des Spiels im Vergleich zum Labern meinerseits. Wir sind zu schwach. Wir würden einfach von ihrer Armee aufgerieben. Wir dürfen nicht aufgeben. Zeigen wir ihnen den Kampfgeist des Drachen. Komm, Sarah, wir gehen zusammen. Nein, ich muss meinen Teil alleine erledigen. Schön, dass jetzt erstmalig Namen auftauchen und ich weiß, wer spricht. Ach, jetzt heißt er plötzlich Chef. Was hast du getan? Anscheinend hat sie den irgendwie in Stein verwandelt, keine Ahnung. Ja, ich habe den Stein verwandelt, damit er das Feuer übersteht. Denk an unsere Mission als Mitglied des Lichtdrachen. Also ich werde den Text nachher allen Optionen auf schnell stellen. Keine Sorge. Für mich ist es auch ein bisschen zu langsam. Stein oder nicht, sie werden uns finden. Nein, warum musst du dich opfern? Wir haben schon genug erlitten. Ich werde mich um die dunklen Drachen kümmern. Sei stark. Wenn du erst einmal ein Krieger bist, wirst du der Welt Frieden bringen. Sei auf der Hut, möge die Macht des Lichtdrachen den Sieg bringen. Ich werde versuchen, die dunklen Drachen abzulenken. Hey, da ist jemand! Sie hat die Macht des Drachen! Bringt sie zum Commander! Wir suchen das Gebiet später ab. Wir müssen uns um sie kümmern.
Sir, wir haben einen Lichtdrachen gefangen. Was habt ihr davon, unser friedliches Dorf niederzubrennen? Gute Frage. Mein Befehl lautet, alle Lichtdrachen zu vernichten. Und Befehle befolge ich immer. Ich tue nur meine Pflicht. Nimm es nicht persönlich. Was war das? Unser Dorf wurde zerstört. Wow. Du bist stark. Spar dir die Luft. Ich kann nicht zulassen, dass du dich in Zocks Pläne einmischst. Es geht nicht gegen dich. Wir werden dich aufhalten. Das glaube ich nicht. Wir haben die göttlichen Schlüssel. Die göttlichen Schlüssel? Du bist ein echter Schnelldenker. Schade, dass du auf der falschen Seite stehst. Komm mir nicht zu nahe. Was hörst du mit Göttin Milia im Schilde? Gib auf, es ist vorbei. Nimm das, Verräter! Du hast nicht einmal gezuckt. Komm schon. Ist das alles, was du kannst? Auf dem Höhepunkt der Macht des Drachenclans erschien eine Schicksalsgöttin. Die Göttin Milia konnte Wünsche erfüllen und die Drachen kämpften gegeneinander um ihre Gunst. Okay, ich wusste nicht, wie schnell es vorbeigeht, deswegen habe ich das schnell gelesen. Aber es bleibt länger als gedacht. Okay. Darf ich X drücken, damit es weitergeht? Ah, okay. Nett. Kein Autotext. Milia schürte die Kämpfe noch und sah den Krieg der Drachen eskalieren. Als die Welt am Rande der Zerstörung stand, erschien ein legendärer Held. Der Held und seine Gefährten nahmen Milia mit Hilfe von 6 Schlüsseln gefangen. Diese göttlichen Schlüssel wurden über die ganze Welt verstreut und versteckt. Die Lichtdrachen stellten das Machtgleichgewicht wieder her und es herrschte Frieden. Ja, ja, Tegele. Was passiert? Was ist mit Sarah geschehen? Sarah hat uns gerettet. Chef, meinst du nicht, dass wir für Sarah kämpfen sollten? Wir haben den Drachen entsagt. Ihre Kriege sind nicht unsere. Wir müssen für Sarah und die Ehre der Lichtdrachen kämpfen.
Wir müssen ans Überleben denken. Dieser Ort liegt bald in Ruinen. Nein! Der Krieger des Drachen ist nur ein Mythos. Wir müssen fliehen. Ich weiß, dass ich dich aufhalten sollte, aber ich kann nicht. Nimm dies. Es ist nicht viel, aber du wirst es brauchen. Zock wird bald die gerechte Strafe bekommen. Viel Glück, Krieger. Das ist ja auch eine ähnliche Zeit, ne? SNES-RPGs halt. Okay. Du nimmst 300 G. Gold wahrscheinlich. Wir bleiben hier. Komm zurück, wenn du dich ausruhen möchtest. Zock wird bei Essen schon gehört, okay. Ausruhen? Wie kann ich mich denn hier noch ausruhen? Oben ist alles niedergebrannt und hier sieht es auch nicht gerade schön aus, aber okay. Gut, wir haben die Ersparnisse des Dorfes geplündert. Oh, da hat sogar noch ein Händler was aufgemacht. Nett. Das kann ich nicht beurteilen. Das wirst du dann nur besser wissen als ich. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, das hier Speicherpunkte, ne? Ja, ich glaube schon. Ich bin der Drachenlord. Ich beschütze die, welche die Mission des Helden annehmen. Ich bin hier, um deine Reise aufzuzeichnen. Deine Reise wurde aufgezeichnet. Viel Glück. Alles klar. Wir haben zwei Händler noch in der Stadt. Nur diese Waren sind übrig. Brauchst du etwas? Okay, wie ist die Beschreibung dabei? Tarnung vor Feinden, also so eine Art heiliges Wasser, ja? Okay, Kraut gibt einige HP zurück, also Heilung. Gegengift, ist klar. Wie V-Tränen heilt den Zombie-Status, Apfel gibt einige HP zurück. Wahrscheinlich besser als ein Kraut. Leben heilt Betäubt-Status. Also es betäubt vielleicht sowas wie K.O., also tot. Heil gibt einige HP zurück. Ist das ein Zauber? Weil das klingt, das ist so teuer für einige HP zurück. I don't know. Ich glaube, wir haben erschreckenderweise nur 47 Inventarplätze, oder? Sehe ich das richtig? Kein endloses Inventar. Ah, ich glaube, ich kaufe mal erstmal 9 Kräuter. Einfach nur, dass ich mich zwischendurch heilen kann. Und 9 gegen... 9 ist ein bisschen viel. Machen wir 5 Gegengifte. Einfach nur, falls jemand vergiften kann. So, und du? Was verkaufst du Feines? Nur diese Waren sind übrig, ja. Brauchst du etwas? Die Welt geht unter, aber die Händler wollen immer noch ihr Geld machen. Ein Dolch verkauft er und Kleidung. Die sind aber, glaube ich, beide schlechter, als was ich bereits habe. Ich glaube, ich habe einen Dolch, weil es klar dieselbe Wertung war. Okay, wie geht das Menü in diesem Spiel auf? Okay, ich kann anscheinend noch kein Menü öffnen. Mit Select. Okay, wow. Ausrüstung. Ja, wir haben schon einen Dolch, eine Robe, ein Holzschild und einen Strohhelm. Okay. Ein Strohhut kenne ich wohl. Strohhelm ist mir neu. Nur 47 Dinge kann ich tragen. Naja, okay. Heftig. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt zu dir wieder reinlaufen und darf ich dann hier rasten? Du musst müde sein. Mach eine Pause. Okay. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Dann will ich schon mal gleich bei den ersten paar Level hier schon mal machen, sobald ich kämpfen kann. Wenn ich mich hier heilen kann, ist das super. Gratis Heilung sollte man nutzen, solange man sie noch hat. Okay, World Map wahrscheinlich erste Kämpfe, oder? Mal gucken. Ja.
Schleimige Schleimboys. Ja, Schleim. Oh, ein Konter. Drei Erfahrungspunkte und 11 Gold. Ja, ich hoffe, wir schaffen noch einen Kampf. Prinz der Schleime. Und nein, Tigrille bezieht sich gerade nicht auf Dragon Quest. Tigrille bezieht sich auf irgendein MMORPG, das wir zusammengespielt haben, was so lange her ist, dass ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Das ist wirklich lange her. Oh, die Jahrzeit im Kampf gerade überraschend lang. Kurz eins. Ja, ich weiß wohl noch. Nee, nee, Fiesta wird das nicht. Nee, Fiesta war das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Fiesta war. Nee, ich glaube nicht. Mm-mm. Fiesta ist ein anderes Spiel. Es gibt so viele, aber das ist ein anderes Spiel, meine ich. Ich glaube, Fiesta hatte auch solche komischen. Fiesta hatte sowieso ein komisches Schiffssystem auch noch. Und sowas hatten wir dann nicht. Ja, mit Phantasia glaube ich auch eher, aber nicht Fiesta. Ist auch nicht wichtig. Ehrlich gesagt, absolut nicht wichtig. Also ich will mindestens so ein, zwei Level steigen, bevor ich auf die Reise gehe. Nicht, dass ich hier gleich um die erste Ecke auf den Sack bekomme. Möchtest du dir eine Geschichte erzählen? Ja, möchte ich gerne. Also komm, mindestens ein Level könnte mich übersteigen lassen, oder? Also nicht erschrecken, der olle Energy geht auf, ne? Das ist ja. Wir müssen alte Menschen hier wach bleiben. Kurz nachdem wieder auf Steam geschrieben hat. Ich hoffe, es war keiner von euch. Ich hasse das. Doch, HN möchte was, okay. Als Titel? Okay, jetzt musst du mir deine Frage auf Steam mal eben erklären, weil ich verstehe die nicht ganz, HN. Ehrlich gesagt. Ist mir ein bisschen rätselhaft. Du bist Urgestein, das ist schon was anderes. Aber es ist Level gestiegen. Stärke plus, Energie plus, Agilität plus, Glück plus 2. Du hast irgendwas gefragt auf Steam von wegen. Irgendwas wegen Pokémon, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil das so ein komischer Satz war. Oh, das ist ein neuer Gegner. Und er macht minimal mehr Schaden als die Schleime. Gut, ich will jetzt nochmal heilen gehen und dann können wir vielleicht mal anfangen, unsere Reise in Gang zu setzen. Wenn du mir jetzt gerade ernsthaft nochmal auf Steam geantwortet hast, ne, anstatt es einfach hier jetzt zu schreiben. Ah.
Hast du mal die Seite refreshed? Ja, du musst die Seite mal refreshen, dann wird es neu angezeigt. Also bei mir ist es definitiv richtig. Die Titel habe ich extra vorher geändert. Aber da warst du wahrscheinlich schon auf der Seite drauf und deswegen hast du es nicht mehr abgedatet bekommen. So. Jetzt ziehen wir mal los. Mal gucken. Wo wir so hinkommen. Gut, Bäume kann ich nicht durchschreiten, gut zu wissen. Wie schmeckt die Käsesuppe denn? Ich meine, hier können wir uns immer wunderbar so ein bisschen, ne, in Phasen, wo man irgendwo hinlaufen muss, unterhalten über irgendeinen Kram. Okay. Ein Schloss. Ich schätze mal, die Armee war auch hier. Unsere Heimat, Nanai, wurde von den dunklen Drachen erobert. Die Truppen des Clans des dunklen Drachen sind in unser Land einmarschiert. Sie haben jetzt die Kontrolle über Nanai. Ich hab's zum ersten Mal schon verstanden, danke. So. Okay. Bis dann. Okay. Wir gucken mal eben. Optionen. Texttempo bitte schnell. Und ganz ehrlich, wir können auch automatisch rennen. Hä? Jetzt rennt er nicht mehr automatisch. Ach man, Spiel. Das ist doch ein Witz, oder? Zion. Hä? Ich bin doch gerade auf. Ah, ich muss auf Ende gehen, damit er das macht. Alles klar. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, jetzt renne ich auch ohne jetzt der Kreislauf zu halten. Okay. Jetzt laufe ich nur, wenn ich Kreislauf habe. Das ist viel besser. Möchtest du mir deine Geschichte erzählen? Ja. Den ganzen Tag lang. Sonst scheint hier auch nichts mehr zu sein. Quidditch riecht nach Käsesuppe, ganz ehrlich. Der Clan der dunklen Drachen hat mein Land verwüstet. Jetzt musste ich es wieder aufbauen. Ich fürchte die dunklen Drachen nicht. Was wirst du wegen der stinkenden Monster unternehmen? Wir brauchen einen echten Kämpfer, diese Viecher aus der Burg jagt. Also scheinbar möchten die, dass irgendwelche Viecher aus der Burg gejagt werden. Scheint wohl der erste Dungeon zu sein, ne? Oh, der sieht aber schon wesentlich gefährlicher aus als ein... so ein Blob ist schon viel schlimmer als ein Schleim, ne? Also wer meine Historie mit Minispielen kennt in Tales of Eternia, der weiß, wie sehr ich sowas hasse. Also hoffentlich nicht. Der Wien erreicht Level 3, schön. Ja, Schleimock, stimmt. Das ist die Magma-Version eines Schleimocks, die wir schon ewig warten, könnte man sagen. Ah, das saubere Wasser halt jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, das ist super. Also hier könnten wir auch wieder ein bisschen trainieren, wenn es darauf ankäme, gut zu wissen. Oh Gott, ja, das sind klassische Gegner, ey. Die Schnabelfische. Also in Breath of Fire Games wurde nicht. Die sind ziemlich stark. Ich sollte echt nicht ganz übermütig sein, ja. Huba,
Konter. So gewinnt man Kämpfe. Und nochmal 70 Geld. Unsere Kasse füllt sich wieder ein wenig. Aber wie nett, ich kann mich auch hier heilen. Das ist ein richtiger Anfänger-Dungeon. Da kann ich mich um jede Ecke einmal heilen gehen. Ist ja nett. Das ist bei alten Spielen nicht so selbstverständlich, ehrlich gesagt. Finde ich aber gut. Knochen knacken, wenn ich auf ihn drüber laufe. Was für ein unnötiger Effekt. Oh, das sieht aber gefährlich aus. Ein Schädel. Er zittere. Alter, der macht aber auch Schaden. Okay. Ich will mich direkt wieder heilen. Und ich hoffe, dass nicht noch so einer kommt. Wurden wir jetzt geheilt oder ist dieses Spiel nicht so? Es ist ja immer unterschiedlich. Ne, wir wurden nicht geheilt bei Level Up. Okay. Dann lieber einmal sicherheitshalber zurück. Jetzt willst du nicht sterben. Okay, das wäre nämlich echt affig gewesen. Also, dass die Tür jetzt einfach so aufgeben würde, ich dachte, die wird jetzt irgendwie durch den Mechanismus verschlossen oder so. Ein bronzenes Schwert, eine neue Waffe für uns. Und ein weiteres Kraut zum Heilen. Na, lass erstmal die neue Waffe ausrüsten. Wow, Rot gibt hier eine Verbesserung an. In eigentlich fast jedem Spiel, nicht in allen, aber in fast jedem Spiel ist Rot immer Verschlechterung und Blau Verbesserung dabei. Aktiv ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit, wie wir in einem Zug sind. Aber da habe ich wieder ein Schwert in der Hand. Jetzt den neuen Zahnstocher. Vor allem, wenn wir jetzt die Gegner one-hitten. Das wäre natürlich super. Auch weiterhin. Slams sind dann wohl Critical Hits. Komische Bezeichnung für Critical Hit. Slam! Wahrscheinlich war es damals innen, weißt du? Slam, boy! Kraut. Und einen Panzerhandschuh, schätze ich mal. Hey, wenn uns das mehr Rüstung gibt, I'm all for it. Es ist für den Schildarm, aber es macht uns schneller und verteidigungsstärker. Das ist besser als das olle Holzschild. Macht aber auch Sinn. Ich würde erstmal so ein Kraut benutzen. Weil die stacken nämlich nur, die stacken 9 Mal, dann gibt der nächste Stack auf und das bringt uns auch nichts. So. Aber wenigstens können wir mehrere Stacks haben. Und nicht so wie in Tales, wo dann sagt, du darfst nicht mehr als 15 Items mitnehmen von einer Gattung. Ein Gegengift. Nett. Hast du mir schon 200 Euro in den Postkasten gelegt? Moment, da oben war glaube ich eine Truhe, oder? Wenn man da weiter lief, das wäre jetzt logisch. Nee, aber ich komme. Ah, die war rechts da hinten. Okay. Ja, 200 Euro, oder nicht? Also die Light, ne? Ich rede noch nie mehr von der Großen. Die Große ist natürlich noch teurer, ich weiß. Aber ich bin ja noch nett gewesen. Jetzt.
bescheiden. Das reicht wohl. Hier. Light ist, glaube ich. Sieht das falsch? Ist hier nicht 199? Also, ne, also kommt auch die Version an, ne? Also die Farbversion so ein Kram, aber ich meine schon. Das war gerade jemand Neues, ne? Ich muss mal eben gucken. Zu sehr auf den Chat geachtet. Ja, eine neue Rüstung. Nice. Ich drücke alle möglichen Tasten außer Select, um das Menü zu öffnen. Das ist so weird. Jetzt können wir jetzt bei Instant wieder ein Kraut schlucken hier. Das ist ein schönes, klassisches, rundenbasiertes RPG, ne? Ich habe jetzt schon Freude dran. Ich kann sowas ja echt ewig gerne spielen. Ach ja. Ich meine, es muss nicht so altbacken sein, aber generell halt das System, ne? Das wäre mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ich finde es halt sowieso, ne, habe ich ja schon mal damals schon gesagt, wie lächerlich ich das finde, dass man eigentlich was rausbaut aus dem System und dann sagt ja, oh, eine Falle in der Truhe. Dass man was rausbaut aus dem System und dann sagt, das ist halt so viel billiger. Aber eigentlich hat man nur das Gimmick ausgebaut, auch mit dem Fenster zu verbinden, damit die Switch nicht völlig sinnlos geworden ist, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Das ist aber nett, das war eine Falle, die uns komplett geheilt hat. Dann gehe ich mal davon aus, wie sehr nah am Bossfight sind, oder? Ich hoffe, ich bin gut genug vorbereitet. Na toll. Jetzt habe ich alle AP verloren, aber AP sind ja nicht HP und ich habe eh noch keine Aktionsfähigkeiten. Also es ist im Grunde egal. Richtig? Richtig. Du hast keinen Grund, in meiner Burg zu sein. Verschwinde. Schleimlose Menschen. Ihr glaubt, ihr könntet mich vertreiben. Gut, versucht es. Wow, unser erster Boss. Jetzt fucking Bowser. Und Bowser ist fett geworden. Zaubern kann ich eh nicht, ne? Au. Okay, Gott, ich dachte schon, es wäre eine schlimmere Attacke jetzt. Aber ich habe extra ein bisschen Gewalt mit dem Heilen. Alter, er ist vor mir dran. Okay, Items haben mir keine Priorität. Das ist gut zu wissen. Wichtig zu wissen. Nice, ein Konter. Schön. Ja, jetzt kommt dieser Scheiß. Ich erinnere mich noch daran, dass es das gibt in diesem Spiel. Dass so ziemlich jeder Boss, nachdem du die AP-Leiste down gemacht hast, anfängt in so eine Art Overpower-Modus zu gehen und weiterzuleben und du dann nicht weißt, wann er stirbt. Ich werde mich deswegen schon ein bisschen Vorfeld heilen jetzt. Besser ist das, glaube ich. Hat aber nicht mehr viele Leute diesmal. Aber später bei den Bossen ist das wesentlich relevanter, wenn sie dann halt in diesen Modus reingehen. Okay. Oh, ich habe deine Stärke unterschätzt, Krieger.
Oh, 350 Gold und 500 Erfahrungspunkte. Direkt Level 6. Schön. Level 7 auch schon. Nice. Frische Luft strömt in die Burg und setzt die übel riechende Luft darin. Schön. Den Schatzkorb plündern, ein weiteres Kraut und 150 G. Muss ich jetzt ernsthaft ganz zurücklaufen? Das ist ein bisschen unnötiges Spiel, aber okay. Aber das ist ein RPG, später wird es hier wahrscheinlich einen Teleportzauber oder so geben. Ist ja nicht Tales of Eternia, wo es sowas bis zum Ende nicht gibt und ich immer wieder rauslaufen muss. Aber ich glaube, seit der Frosch tot ist, sind auch keine anderen Monster mehr hier, denn ich werde gerade überhaupt nicht attackiert. Also gehe ich mal davon aus, es gibt hier keine Gegner mehr. Schön. Da habe ich kein Problem mit. Du hast die Monster besiegt. Du bist ein echter Held. Wer bist du? Diese Narbe, sie kommt mir bekannt vor. Was für ein Schock. Die dunklen Drachen haben wohl die Bebenkontrolle. Es gibt einen versteckten Palast in der Night Dungeon. Finde die Bebenkontrolle. Bitte geh dorthin und setze dem Beben ein Ende. Nanai, okay. Erstmal möchte ich gerne speichern. Ich muss mal auf Steam gucken. Wahrscheinlich eine alte Antwort. Weil mich halt nochmal ärgern wollte. Okay, achso. Ja, ja. Ich weiß, diese Nachricht hast du mir absichtlich geschrieben, damit ich nochmal gucke, ne? Alles klar. So. Ich hoffe, ich laufe einigermaßen richtig. Aber ist ja egal, solange die Gegner hier so popig sind, kann ich nicht falsch sein. Das ist wahrscheinlich das Dorf, in das ich eigentlich rein soll. Ne? Neue Gegner. Flo.
Halt, Eindringlinge, wer ist da? Okay, hier komme ich gar nicht rein. Er meint irgendwas von wegen Geheimweg, ne? Na Gott, fucking hell. Fucking Idiot, ich habe nicht aufgepasst. Muss ich also. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite an die Stadt ran. Irgendwie so ein Kram. Könnt bitte besser geht er Schleim angreifen. Ich bringe halt absolut gar keine Erfahrung. Yeah, Encounter Range. Immerhin gibt es eine Autofunktion. Muss ich ganz oben um den Berg rum? Oh, dann bin ich jetzt ja umsonst dahin gelaufen. Ich krieg gleich die Krise. Nebel kaufen sollen. Brauche ich jetzt schon. Das hat auch keine Bedeutung, dieses Drachensiegel, glaube ich. Aber ich sehe auch keinen Weg um den Berg rum. Also irgendwas mache ich hier gerade so grundlegend falsch. Okay, dann machen wir im Nachschauen, wa? So lustig wie ich gerade bin, möchte ich jetzt nicht ewig hier die Kämpfe auslösen. Okay, ich muss ja wirklich noch ziemlich weit laufen, anscheinend. Das soll wohl so sein. Das kann ja nicht, das ist ja der Weg zurück. Das wäre unmöglich. Ah, aber warte mal. Ich sehe gerade, dass es Nacht wird, oder? Macht das vielleicht einen Unterschied, ob ich da nachts reingehe? Das könnte auch sein. Ja, es muss Nacht sein, damit man da reinkommt. Jetzt ist es gerade Nacht, ich hoffe, ich komme da jetzt rechtzeitig an. Oh. Ja, ich kenne deine Meinung, haben viele. Muss ich aber sagen, mir ist es schon immer völlig egal gewesen. Ich meine, heutzutage gibt es sowas ja eigentlich fast gar nicht mehr. Zufallskämpfe sind im Großen und Ganzen so verhasst bei allen Leuten, dass das mittlerweile einfach nur absolut abgeschafft wurde. So ziemlich allen RPGs, die ich kenne. Ich kenne eigentlich keine RPGs mehr, die rauskommen, die das haben. Aber ich kann nicht behaupten, dass mich das stören würde. Für mich ist es relativ egal. Klar, es ist angenehmer. Man kann dann eher kämpfen, ausweichen und so, ist klar. Aber schlimm finde ich das nicht. Ich kann ihn leider nicht rasten, aber speichern kann ich zumindest, okay. Hm.
Also ich darf nicht nur... Ah ne, er hat sich genau in dem Bereich... Also ich denke mal, ich darf nicht auch hinter die treten. Also kurz gesagt, ich darf nicht nur in deren Sichtlinie... Also nicht nur nicht in deren Sichtlinie laufen, sondern ich darf auch nicht neben die laufen. Weil wir merken es nämlich anscheinend auch. So, das haust du für dich rein. Mal schauen, ob irgendwas ist. Ja, eine Tour. Zwei sogar. Erstmal ausrauben. Da müsste ich auch noch rein können, ja. Ach komm, im Schal ist nichts drin, ne? Ist ja bedauerlich. Hier bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube mal so. Ja, es geht okay. Auch leer. Soll ich hier auf her? Ich weiß es nicht. Ich kann mich hier nicht dran erinnern. Wow, was ein Raum. Was für ein epischer Raum. Der Drachenpalast ist nicht gerade stark belebt. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Keller. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwie Gegner rumrennen, die zu stark für mich sind. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. So, als wären diese ganzen Skelette eher eine Warnung oder so. Ich habe ja gespeichert. Im schlimmsten Fall sterbe ich halt das erste Mal, ne? Nee, das sind die Maden, die wir schon mal besiegt haben. Okay, dann soll ich hier wahrscheinlich doch sagen. Macht ja Sinn. Du. Ein schöner Haufen Welt. Da unten war eine Truhe, die will ich auch noch haben. Auch wenn ich sage, dass mir automatische Kämpfe nichts ausmachen, heißt es das nicht, dass ich so eine Encounter Rate begrüße, wie die jetzt gerade haben. Aber hey, das ist halt manchmal so gewesen. Was war das? Das war bestimmt was zum Ausrüsten, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das ist die Nutzung im Kampf. Keine Ahnung, was das macht. Vielleicht irgendwie ein Damage-Item. Level 8.
Das ist die Art von Account Rating, der lächerlich ist, ne? Nach zwei Schritten. Aber hält zumindest natürlich immer automatisch Training. Man rennt ja nicht jemand von Bossen, wundert man sich, dass man auf eine Stauze bekommt, nur weil immer weggerannt ist oder ausgewichen ist. Ich habe schon so oft bei LPs gesehen, dass Leute immer wie erschlagen sind plötzlich, dass sie dann vor einem Boss stehen, sie nicht besiegen können, weil sie einfach bei jedem Kampf, also über 90% der Kämpfe wegrennen. Dann denke ich mir so, ja, kein Wunder. So. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich trotz einer Truhe nicht mitgenommen habe? Wo war die denn bitte? Oder kommen wir da später hin? Weil ich bin doch eigentlich alle Wege gelaufen. Nee, ich bin am Anfang nicht rechts gelaufen. Da wird wahrscheinlich nur ein Kraut drin sein, deswegen renne ich jetzt nicht zurück. Auf keinen Fall. Dafür habe ich die beiden erst mitgenommen. Wahrscheinlich war in der einen Truhe jetzt irgendwie das große Schwert des Eises oder sowas. Oh Gott, das ist bisher einer der heftigsten Gegnergruppen. Weil diese Schädeltypen ziemlich viel Damage machen. Wenn sie zaubern. Das ist ein ziemlicher Fehler von mir jetzt. Na gut, er macht Nahkampf gut. Was wäre es wichtiger gewesen, erst die zu töten, aber egal. Ein Armschutz. Ist der besser als der Panzerhandschuh? Bin mir irgendwie unsicher. Okay, der kommt gar nicht, der kommt hier hin. Warum auch immer. Gut. Ach, die Gruppe ist so einfach nur nervig jetzt hier. Immerhin konnte. Ich hoffe, ich habe noch genug Kräuter. Falls hier noch ein Boss kommt, brauche ich die. Heil, Moment. Das war das Ding, was ich hätte kaufen können für 1800 in dem einen Dorf. Kann ich es auch ihm ausrüsten? Irgendwie. Es ist wirklich jetzt eine teurere Version des Krauts oder ist es ein Zauber, den man lernt? Ich bin mir echt unsicher gerade. Aber wahrscheinlich eher ein Heil-Item. Ich verbrauch's lieber nicht. Unnötig. Ja, der könnte schon fast selber was denen beizocken, oder? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, zu erwarten.
Ich sollte noch mal gucken, ob ich dieses Heil-Item im Kampf benutzen kann. Ja, kann ich. Ja. Es ist wahrscheinlich einfach eine stärkere Version von Kraut. Gut. Bevor hier noch irgendwie so aus dem Boss kommt, heile ich nochmal meinen HP hoch. Keiner möchte mit halber HP in den Bossfight rein. Wer bist du? Wer wagt es zu stören? Ich erobere die Welt mit dieser Maschine und niemand kann mich aufhalten. Okay, hier geht das, Mann. Schauen wir doch mal. Ich hoffe wirklich, dass ich genug Kräuter habe für den Fall. Es gab hier unten ja keine Speicherpunkte oder so. Und der kann ziemlich starke Spellcast. Oh Gott. Uff, uff. Jetzt muss kein Risiko eingehen. Ah, oh, es hört auf zu spellen. Spellcasten ist unfair, ja? Ich kann das nicht. Ein Spellcast muss ich hier so mit dem Kraut kontern. Nö, ist es auch nicht. Natürlich auch ganz klar dabei, ne? Starte ich auch bei YouTube dabei, dass es ja später erst kommt. Ach komm, ey. Ich habe Angst, dass er mich tötet. Ja, komm. Lieber einmal zu viel Heil als einmal zu wenig, ne? Ja, siehst du? Ich hätte noch mehr kaufen müssen, scheiße. Oh nein, Leute, das könnte alles für den Arsch gewesen sein jetzt, ne? Oh, ich muss den ganzen Dungeon nochmal machen. Außer es gibt hier eine Safe-Mechanik, das glaube ich aber nicht. Also, dass man halt anstatt alles zu verlieren, nur zum Safe-Punkt zurückkommt. Damit ich wenigstens die gewonnene Erfahrung behalte und die ganze Tugend geöffnet habe. Jetzt heilt der sich auch noch. Alter. Alter, der ist viel mächtiger als ich. Also so viel mächtiger, das ist schon was irgendwie witzig ist. Denk dir an, die HP-Leiste, die er hat, ne, ist nicht sein Tod. Das ist nicht sein Tod. Ja, das kann ich schon wieder heilen. Das ist nervig. Ich habe gerade echt Angst, dass ich den Kampf verliere. Es sieht alles danach aus. Ich habe halt nur noch ein Heilding jetzt, ne? Und der kämpft halt noch über seinen Tod hinaus. Jetzt geht's wieder los. Oh, scheiße. Bitte stirb jetzt schneller, Alter. Mach ein paar Slams. Ich brauche jetzt Crits. Ich brauche jetzt wirklich Critical Hits, bitte. Oh, Mann. Wir notieren uns, falls wir das überleben. In Zukunft. Ja, okay. In Zukunft muss ich mich besser vorbereiten. Das hätte echt ins Auge gehen können. Solange ich keine Heiler dabei habe, brauche ich mehr Kräuter. Mein Gott. Das wäre so ärgerlich gewesen. Wie konnte das passieren? Ich wurde besiegt. Okay, jetzt geht's anscheinend weiter. Die Maschine erzeugt ein seltsames Geräusch. Du siehst einen Schlüssel, nimmst du ihn? Na, muss ich ja wohl, oder? Rien hat den Schlüssel aus der Maschine gezogen. Okay. Ich schätze mal, dass ein Teleporter der mich rausführt, ja. Jo, ich habe einmal eine ganze Stadt zerstört, what the fuck.
Wie wir vermutet haben, das Gerät im Palast hat die Beben verursacht. Los, Reden, der König wartet auf uns. Du hast aufgegeben, die dunklen Drachen in der Nacht zu bekämpfen. Es war eine schwere Entscheidung, aber du bist ein wahrer Held. Wahrscheinlich solltest du das Stehen nicht aufgegeben. Reise gen Osten nach Vinland und dort findest du eine Höhle, die zu einem anderen Königreich führt. Reise gen Osten, ja, das ist derselbe Text. Save. Ganz wichtig, erstmal save. Mich wundert, dass sie immer noch keine bessere Waffe haben. Ich habe gerade wirklich die Befürchtung, dass in dieser einen lustigen Truhe, die ich nicht aufgemacht habe, eine Waffe drin gewesen wäre. Ne? Was macht er denn da? Ich hätte mich nie als Soldat melden dürfen, leider, versteht sich der da. Okay. Ich kann ja auch nie erst rasten, das heißt, ich muss immer in die Burg reingehen. Und dann so ein komisches Heilwasser ranlaufen. Das wäre die beste Option. Sehr gut. So, nochmal speichern. Und dann brechen wir auf. Ja, gut, ich habe eh keinen Händler jetzt hier. Ich hoffe, dass wir einfach in eine Stadt kommen, wo ich was kaufen kann, bevor ich immer in den Dungeon rein muss. So, nach Osten, wir sollen gehen. Ein weiter Weg uns erwartet. Ich schätze mal, dass wir über die Ruinen der Stadt rüber müssen, sonst müsste ich mich gar nicht wo lang. Ja. Das war eine korrekte Annahme. Da links war schon die Höhle, aber ich hoffe, dass die Treppe dazu in die Stadt führt, weil ich brauche echt Vorräte, bevor ich in die Dungeons durchrenne.
Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, ein Inn. Erstmal das Inn aufsuchen. Willkommen im Inn. Es kostet 80 G pro Nacht. Möchtest du bleiben? Ja. Hast du deinen Aufenthalt genossen? Bitte besuch uns wieder. Dass da irgendwas aus deinen Schrecken plündern kann? Gute Frau, der Fisch hier zum Beispiel. Lol, Reen isst den Fisch, okay. Was das bringt, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe den Fisch gegessen. Speichern. Ist aber ein schönes, großes, nutzloses Haus, was du da hast, wer immer hier wohnt. Nach Skandi kannst du über See und Land reisen. Es gibt einen Hafen im Osten. Mach wohl. Öffne die Kiste, ein E-Trank, schön. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ah, hier kann man Objekte oder Münzen lagern. Also wenn es fürs Inventar verstehe ich das. Für Münzen bin ich überrascht. Also das könnte vielleicht wirklich heißen, dass es ein bisschen wie ein Dragon Quest ist. Ein Dragon Quest, wenn man stirbt, ist ja auch nicht der Fortschritt weg, sondern man verliert einfach nur sehr viel Geld. Und spawnt dann in den letzten Speicherpunkt oder beziehungsweise die letzte Kirche. Das würde zumindest ein Grund sein, wenn man vorher Geld anlegt. So, ich kaufe mal 3 von diesen Nebeln. Und 2x 9er Stack plus 2 extra Kräuter. Und mit 20 Stück, das reicht dann hoffentlich. Ich nehme mal auch so ein Lebensding mit, damit ich einmal jemanden wiederbeleben kann. Ja, aber ich verliere lieber Geld als Progress. Ich verliere lieber Geld, als wenn ich das ganze Gefarme der XP und die ganze Truhenöffnerei. Ich meine, wenn das Spiel Game Over ist, verlierst du das ganze Geld, was du sozusagen in der Zeit verdient hast, ja auch wieder. Das ist ja, das bringt dir dann ja auch nichts. Das müsste aber eigentlich reichen, 20 Kräuter. Weil du kriegst ja, du bist ja einfach nur neu gespawnt, aber du verlierst halt nur Geld halt. Und das finde ich angenehmer, als einfach alles zu verlieren. Also Game Over zu gehen. Du kannst immer noch neu laden, wenn du willst. Ne? Wenn das so viel wichtiger ist. Aber mir persönlich ist das die Erfahrung meistens wichtiger als Geld. Aber anscheinend gibt es doch keine bessere Waffe. Hier gibt es ein Bronze-Rapier, schätze ich. Das kann ich aber nicht tragen. Das ist nicht für meinen Charakter gedacht. Diese Rüstung hier ist aber besser als meine bisherige. Wie mir scheint zumindest. Und der Helm hier auch. Dann nehmen wir mal die Rüstung mit und den Helm. Den muss ich mal leisten können, was kein Problem ist. Wir verkaufen einfach eine alte Ruhe. Und einen alten Strohhelm. Und dann kaufen wir uns dort den Helm. So. Dann rüsten wir nochmal aus. Ich hoffe, die Rüstung war es wert. Der Helm auf jeden Fall. Der war ziemlich teuer. Und ich kann ihn nicht tragen. Ach, das war eine Rüstung. Oh ja, ich bin so ein F. Stand da nicht Helm? Da habe ich mich verguckt. Das ist natürlich dustlich gewesen jetzt, ne? Egal. Jetzt habe ich halt 2 Rüstungen gekauft und dafür ist eine einfach besser. Gut. Hauptsache, ich habe neue Ausrüstung. Geld kann man immer neu verdienen. Trotzdem ärgerlich. Ja, Kettenpost. Noch ein Fisch.
Ich weiß nicht, ob ich hier den Fisch essen kann, den ich finde, aber hey, ich mach's einfach mal. Jetzt ist dieser Ort auch wieder völlig sinnfrei. Ich kann die Früchte auch essen. Also ich scheine einfach grundsätzlich essen zu können, was auf dem Boden liegt. Ob mich das irgendwie heilen würde? Ja, das bringt mir im Grunde nicht viel. Ich meine, ich kann mich auch nur innen heilen, wenn ich in der Stadt bin. Also keine Ahnung, ob man das kann. Oder es immer so ein Witzgimmick ist. Wahrscheinlich ist es eher ein Witz. Abgesehen davon, was Geld verdient angeht. Wie gesagt, ja, in diesen Spielen wie Dragon Quest und auch hier kannst du ja dein Geld anlegen, ne? Das heißt, es ist ja dann sicher. Also wenn du jetzt eine ganz große Summe hast und du denkst dir, scheiße, die zu verlieren, ist schlimmer, als ein paar Kämpfe zu verlieren, dann kannst du die einfach mit einer Bank anlegen und dann verlierst du sie nicht. Deswegen vermute ich ja, dass es in diesem Spiel genauso sein könnte, weil sonst sehe ich nämlich keinen Grund, warum ich überhaupt Geld anlegen kann. Macht ja keinen Sinn sonst. Das war ein schöner Weg gewesen, Spiel. Ins Wasser kann ich auch nur zum Spaß, oder? Ja, ich kann den Wasserfall runterfallen. Und dann muss ich das ganze Dorf nochmal hochlaufen gleich. Okay, das hat Spaß gemacht. Eine schöne Rutschpartie. Juhu. Upper Hands. Du möchtest zum König? Bitte warte hier. Prinzessin Mina, der König hat Besuch. Soll ich dem Krieger sagen, dass der König krank ist? Nein, wenn bekannt wird, dass der König vergiftet wurde, könnte das Volk in Panik geraten. Haltet es geheim, bis wir das Gegenmittel haben. Es ist möglicherweise schwer zu finden. Prinzessin, der Besucher wartet. Zeig ihm eins der Gästezimmer und bitte ihn zu bleiben. Mit Detail meinst du die Tatsache, dass ich den Wasserfall runterrutschen durfte? Oder dass ich hinten um die Burg umlaufen durfte ohne Sinn? Ja, ist ja völlig okay, aber ist ja trotzdem sinnlos. Prinzessin Nina, wollt ihr allein nach dem Gegenmittel suchen? Keine Angst, ich kann auf mich aufpassen. Ich mache mir Sorgen um die Prinzessin. Ich werde jemanden suchen, der ihr hilft. Danke. Achso, sie hat gesprochen. Ja, egal. Der König ist nicht hier. Bitte warte, bis er zurückkehrt. Du musst müde sein. Du kannst hier die Nacht verbringen. Kommst du nicht mit? Aber schade. Ich muss meine Pflicht tun, um das Land und den König zu retten. Und ja, wir spielen jetzt einen anderen Charakter. Wir sind nun Nina. Diese komischen Flügelmenschen, zu denen Nina gehört. Und Nina an sich ist komisch, also auch so ein Charakter, der genau wie der Main-Charakter immer sehr ähnlich aussieht. In den... Oh, es ist 2032, ja, ja, gut, gut, dass du sagst. Dann machen wir gleich die Pause. Aber ja, diese Charakter ist wohl auch in jedem Spiel dabei, obwohl es immer ein anderer Charakter ist. Aber es ist vom Design her immer derselbe Charakter. Wir gucken kurz die Ausrüstung. Aha, das Wildleder-Dings-Gamaschenteil ist zumindest gut für sie eine neue Rüstung. Ist ja schon mal gut. Schilde kann sie keine tragen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Pause, so wie üblich um die Zeit. Und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Bis gleich.
Happening.